Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder ganz viele einzelne kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die so leider nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch aber ziemlich aufschlussreich darüber sind, was wir da genau für Menschen an der Telefonleitung haben. Jede Menge Betrüger, die uns mit den verschiedensten Methoden und Taktiken das Geld aus der Tasche ziehen möchten. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unseren vielen einzelnen kleinen Telefonteilen. Doch zuerst wäre es ganz nett, falls noch nicht geschehen, den Kanal zu abonnieren, am besten gleich mit Glocke, weil dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Ja, hallo? Hans Bratwurst. Ja. Guten Tag, hier ist Emil Werner, leitender Berater von Finanzberatungsunternehmen. Es geht um Investitionsmöglichkeiten. Emil Werner. So, es geht um Investitionsmöglichkeiten. Haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nee, wie kommen Sie denn da zu mir? Wir haben früher eine Anmeldung auf unserer Informationsseite über Investitionen gemacht. Wo denn? Wo? Ja. Allelifoffers.com. Was? Wie heißt die Seite? Allelifoffers.com. So heißt diese Webseite. Habe ich nicht verstanden. Die sprechen das aber auch sehr undeutlich aus. So, Moment bitte. Ja, das war diese Webseite. Ja, Allelifoffers. So heißt diese Webseite. Sagt mir überhaupt nichts. Wieso überhaupt nichts, wenn Sie... Ja, sagt mir nichts. Kenn ich nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wie die heißt, die Seite. Aber dort haben ja Daten... Allelifoffers. So heißt es. Ich verstehe das Wort nicht. Das ist nicht Wort, das ist Name von dieser Webseite. Ja, den verstehe ich nicht, den Namen. Wieso? Weil Sie das Sie so nicht, nuschelig haben ja Nummer, ja Daten eingegeben. Na, Sie sprechen das sehr undeutlich aus, deswegen verstehe ich das. Müssen Sie nochmal langsam wiederholen oder buchstabieren oder so, dann suche ich mir mal die Seite, wo die Anmeldung herkommen soll. A wie Anton, zweimal L wie Ludwig, E wie Emil, L wie Ludwig, Ida und F wie Frank. Ja, und dann? Dann geht Minuszeichen, O wie Otto, zweimal F wie Frank, E wie Emil, R wie Rudolf, S wie Siegfried.com. Nee, da steht Bedrohung gesichert, da geht gleich mein Virenschutz an. Wir haben die Verbindung zu allelif-offers.com sicher abgebrochen, da die Seite mit URL-Phishing infiziert war. Aber dort haben Sie eigene Daten eingegeben. Ja, aber der Virenschutz Nummer, geht da Ihr Name... Kann ich nicht aufrufen. Nachname. Wird abgebrochen, der Aufruf von der Webseite. Wie gesagt, da steht ja, die Bedrohung wurde gesichert. Wir haben die Verbindung zu der Webseite sicher abgebrochen. Steht jetzt hier vom Virenschutz von Avast. Wie haben Sie dort eine Anmeldung gemacht, wenn Sie jetzt diese Webseite finden können? Na, ich kann sie ja finden, nur der Virenschutz unterbricht die Verbindung. Ich kann sie halt nicht öffnen, weil der Virenschutz sagt nein. Sagen Sie ja. Weil der Virenschutz sagt, es geht nicht, da ist was komisch auf der Webseite. Ich kann es ja nicht aufrufen. Alles was ist klar. Denn das für eine, was so, ist denn das für eine Seite? Wollen Sie investieren auf eine offizielle öffentliche Webseite? Inwiefern Schreiben Sie investieren? Bitte. Sie sind im Google, richtig? Sie sind was im Google. Was meinen Sie denn mit investieren? Ich werde Ihnen die richtige Seite buchstabieren und dann können Sie schauen, dass wir sind nicht Betrüger und ich weiß nicht, warum Ihr Computer denkt so. Ja, okay. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Dann sagen Sie mir mal die richtige Seite. Okay, David Dora, E wie Emil, X. Nicht so schnell. D und dann? E wie Emil. Ja. X. X. Minuszeichen. Ja. T wie Tador, R wie Rudolf, A wie Anton, Dora Emil, .com. Gucken wir mal. So eine blaue Seite. So. Ja, dunkelblaue Webseite, das ist eine offizielle öffentliche Plattform für Investitionen in Kryptowährungen. Dort können Sie Ihr eigenes Kryptokonto erstellen und auf diese Krypto dann Sie investieren. Und wir bekommen dieses Geld nicht, das ist nicht unsere Webseite, Sie können das selbst überprüfen. Hier gibt es die Webseite auch auf Deutsch? Nein, leider nein, jetzt ist das auf Englisch. Ja, aber mit Englisch kann das kriege ich ja, das kann ich ja nicht lesen, da kann ich ja nichts damit anfangen. Okay, mit welchem Handy haben, mit welchem Gerät? Ist das Handy oder Laptop? Nee, das ist ein Computer. Computer. Ja. Sind Sie im Chrome? Nee. Ich bin in meinem Welche Büro. Welche Browser benutzen? Welche Büro? Na, in meinem. Welche Browser benutzen Sie? Na, da habe ich den Firefox. Firefox. Ja. Wie kann man in Firefox Übersetzer machen? Aber ich möchte ja gerne die Webseite auf Deutsch haben, nicht mit dem Übersetzer. Die muss ja schon vom Hersteller auf Deutsch kommen. Nein, das ist nicht deutsche Webseite. Naja, aber wenn Sie mir hier nach Deutschland was verkaufen wollen, dann müssen Sie mir doch eine deutsche Webseite anbieten. Wir verkaufen gar nichts.
damit ich auch verstehe, damit ich gar nicht. Ja, unterbrechen Sie mich vielleicht nicht, wenn ich den ganzen Satz sagen könnte, dann können Sie vielleicht auch den ganzen Satz hören, um dann auf den ganzen Satz zu antworten. Das wäre vielleicht schon mal eine Maßnahme. Wenn Sie ja nach Deutschland irgendwelche Geschäfte machen möchten, dann sind Sie dazu verpflichtet, auch eine deutsche Webseite mitzubringen. Weil sonst weiß ich ja gar nicht, was da drauf steht. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, mit wem ich hier Geschäfte mache und was ich hier für Geschäfte mache, weil ich kann es ja schlichtweg nicht lesen. Und das ist so nicht richtig. Da müssen Sie denn schon eine deutsche Webseite auch anbieten, wenn ich da was einzahlen soll. Okay, alles klar. Mhm. Alles klar. Tja, und da wird dann wie gewohnt einfach aufgelegt, anstatt irgendwie mit dem Kunden weiter zu kommunizieren. Wenn man merkt, dass man da nichts mehr verkaufen kann, wenn die merken, dass der Kunde nicht dazu bereit ist, einfach so sein Geld durchs Fenster rauszuschmeißen, dann legen sie direkt auf, wenn sie nicht ausgerechnet noch beleidigend wurden. Der ist jetzt hier mal nicht beleidigend geworden, aber trotzdem. Hier war es in der Tat wirklich so, dass der Virenschutz bereits eine Alarmmeldung rausgegeben hat. Machen einige Virenschützer, also auf jeden Fall Malwarebytes und Avast, die blockieren dann die Webseite und man kann sie auch erstmal ohne weiteres jetzt so nicht aufrufen, wenn man tatsächlich auf irgendwelche verdächtig und bereits gemeldeten Webseiten gelandet ist. Dann sorgt der Anbieter von eurem Virenschutz dafür, dass die Internetverbindung gänzlich zum Server, das ja der begehrten Webseite, direkt gekappt wird. Und das steht dann auch so in eurem Browserfenster drin, dass die Verbindung eben unterbrochen wurde, weil die Webseite bereits mehrfach aufgefallen ist und gemeldet wurde. Ist auf jeden Fall der sicherste Weg, wenn der Internetbrowser schon die Webseite gar nicht erst anzeigt. So kann man zumindest sich ein bisschen vor Betrug schützen. Kapiert hat der das jetzt hier irgendwie dem Anschein nach nicht, was ich ihm da gesagt habe, dass die Webseite bereits angezeigt wurde. Aufrufbar ist sie mittlerweile jetzt auch nicht mehr. Also zumindest steht jetzt ganz da, dass sie nicht mehr erreichbar ist. Die Domain gibt es zwar noch, aber die Webseite ist nicht mehr erreichbar. Kann wohl damit zu tun haben, dass die sich wohl mittlerweile dann schon aus dem Staub gemacht haben. Aber wenn die hier schon beim Virenschutz auffällig sind, dann sind aber auch schon viele Kunden darauf reingefallen. Das heißt, das Kind ist schon bereits in den Brunnen gefallen und der Drops gelutscht. Es wurden bereits Menschen ausgeraubt, die dann den Schaden halt gemeldet haben und daraufhin dann die Webseite irgendwann gesperrt wurde. Sowas kann aber viele Monate dauern. Nein, und nun sind sie ja komplett offline. Sicherlich nicht, weil man sie gefunden hat, sondern ganz einfach, weil sie ein neues Projekt mittlerweile machen. Das geht ja auch ganz einfach. Zack, eine neue Webseite, schnell eine neue Domain für ein paar Cent im Monat und schon kann der Betrieb einer Betrugswebseite direkt weitergehen. Nur unter neuem Namen, mit dem gleichen Callcenter und den gleichen Mitarbeitern an der Leitung. Ja, bitte. Hallo. Wie ist denn da? Hallo, may I speak with Sean, please? You speak English, sir. Leg mal ganz schnell wieder auf, bevor die Mutti weint. Sorry? Ja? Do you speak English, Sean? Ja, dann musst du ganz schnell mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Deutschkurs machen. Okay, German? German? Ja. German, okay. Mhm. Okay, my name is Jason, okay? Das ist jetzt nicht wirklich auf der... Ich rufe dich von, an von metaquote.net. Nee, das okay? Stimmt ja schon mal nicht. What you don't understand? Tja. Das ist schon peinlich, was ihr so macht, ja. Und wieder einer von den Telefonaten irgendwo aus dem Ausland, irgendwo auf englischer Sprache. Ja, also wer versteht das? Ich meine, klar, natürlich kann jeder Zweite, ich weiß es nicht genau, aber es können viele natürlich logischerweise Englisch. Bei mir reicht es halt zum Toilettengang im Urlaub, aber das war es halt auch leider schon. Aber letztendlich sprechen in Deutschland immer noch weniger Menschen Englisch, als Menschen Englisch verstehen. Was wiederum bedeutet, was wollen die mit englischer Sprache hier in Deutschland anrufen? Man gibt schließlich an, dass man aus Deutschland kommt, Deutsch spricht und eine deutsche Vorwahl hat. Mit Flagge, die muss man da anklicken. Tja, also von daher ist es äußerst seltsam, dass die auf Englisch anrufen. Vermutlich entweder ein Datenquertreiber und aus Versehen passiert, beziehungsweise die haben gerade keine deutschen Mitarbeiter. Kann auch sein, dass es einfach keine deutschen Mitarbeiter gibt, aber die probieren es halt trotzdem. Vielleicht kann ja jemand Englisch und vielleicht ja, ist er dann gleichzeitig schlau genug, sein Geld da reinzustecken. Ich weiß es nicht. Muss schon irgendwie funktionieren. Es ist aber trotzdem äußerst seltsam, wenn man hier in Deutschland als Deutscher einen nicht-deutschen Anruf erhält. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich spreche mit Herrn Buchstauber. Gerald? Ja, ja. Das freut mich sehr. Mein Name ist Emma Brandt und ich melde mich von Onlinehandel, da wo Sie Interesse gezeigt haben. Ja? Aha. So, ich habe
Ich habe ein paar Informationen zu teilen mit Ihnen über Onlinehandel und wir sitzen jetzt, ja. Aha. So, haben Sie 5 Minuten Zeit? Hören Sie mich? Ja. Okay, so wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Nee. Okay. Haben Sie gelebt? Was habe ich? Haben Sie Informationen? Nee. Was denn für Informationen? Oder Sie wissen gar nichts über Onlinehandel? Ja. Weil Sie haben vorher eine Anmeldung gemacht, so vielleicht Sie haben in eine Werbung geklickt, dann Sie haben so Ihre Daten gegeben. Deswegen so, ich habe Ihre Nummer hier. Aus welcher Werbung denn? So, Sie haben vielleicht eine Werbung über Geld verdienen gesehen, ja. Was denn für eine Werbung? So, eine Werbung für globales Börse, für Onlinehandel, für verschiedene Unternehmen, ja. Für verschiedene Unternehmen, wie ist denn das gemeint? Okay, so, die Werbung war über Online-Trading, so automatischer Handel, ja, aha. Mit einem Minimumkapital von 250 Euro, Sie werden Geld verdienen. Geld verdienen, ja? Kann man damit? Nochmal bitte? Da kann man Geld verdienen. Entschuldigung, wissen Sie, was Bitcoin ist? Nee, was ist das? Okay, so, haben Sie 5 Minuten Zeit? So erklären Sie so... Die Frage hatten wir doch schon. Nochmal? Die Frage hatten wir doch schon, habe ich Ihnen doch schon beantwortet. Okay, weil ich muss so die ganze Arbeit, wie uns funktioniert, so, ja? Was denn? Deswegen habe ich Ihnen gefragt, so haben Sie Zeit. Na, aber das habe ich Ihnen doch schon beantwortet. Okay, so es gibt über Kaufen und Verkaufen, ja? Okay, hören Sie mich? Ja. Okay, Moment, ich habe hier die besten Experten für Sie zu erklären, wie es funktioniert, ja? Was haben Sie? Ich habe hier die besten Experten für Sie zu erklären, die ganze Arbeit, ja? Sie haben da Experten? Ja. Und was machen die? So, Herr Hubschauber, mhm. Sie werden alles erklären. Ja. Was ist Bitcoin, was ist Trading, Handel und so weiter. Ja. Ja? Hm. Haben Sie schon Zeit? Was meinen Sie damit? So, hier hat sie dann jetzt aufgelegt. Aber die scheint ja wirklich tatsächlich irgendwie komplett auf dem Schlauch gestanden zu haben. Also wie oft will die mich jetzt hier eigentlich noch fragen, ob ich Zeit habe? Und wie oft soll ich ihr die Frage eigentlich noch mit den Buchstaben J-A beantworten, dass ich Zeit habe? Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich der absolute Brüller. Die fragen immer wieder das Gleiche. Man kriegt es beantwortet. Und scheinbar haben die es dann schon wieder vergessen und fragen wieder das Gleiche. Das haben wir hier tatsächlich ganz oft auf dem Kanal, dass die immer und immer wieder die gleichen Fragen stellen. Vielleicht soll es auch Taktik sein. Das könnte so ein psychologischer Trick sein mit einer Verkaufspsychologie, immer wieder ein Ja abzuholen. Also deswegen fragt ihr auch die Frage immer wieder, weil da kann ich ja nur mit Ja antworten. Vielleicht ist es auch Berechnung, dass sie das genauso gewollt hat mit dem Ja. Denn umso öfter sie euch ein Ja so irgendwie rausluchsen kann, umso lockerer ist auch das Ja, wenn es nachher ums Geld geht. Sagt man zumindest so in Verkaufsschulungen. Bei mir persönlich weiß ich jetzt nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise fruchtet, aber gut, ich bin da jetzt auch von einer anderen Partei und bearbeite das Thema Betrug, von daher ist es sowieso alles ein bisschen anders. Und ich hatte selber schon Verkaufsschulungen, unter anderem für Callcenter. Von daher schwingt da immer so ein kleines bisschen Wissen mit. Allerdings ist das auch schon ein paar Jahre verstaubt, macht man sicherlich heutzutage auch anders. Naja, und dazu muss man sagen, sowas wie man jetzt hier an der Telefonleitung in der heutigen Zeit erlebt, das gab es damals nicht. Also klar, gab es damals auch Betrug, aber nicht so stumpf und sinnfrei. Zumindest, wenn man genau hinhört. Das ist ja immer das Problem. Den Betrug erkennt man grundsätzlich, wenn die euch anrufen. Aber man muss ganz genau hinhören und zwischen den Zeilen lesen. Das, was sie einem eben nicht sagen. Aber so ist es ja überall im Leben. Hier, bitteschön. Hallo, wir sind die Support-Abteilung für Blockchain in Europa. Wir informieren Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen Ihre Kryptowährungswallet vorübergehend gesperrt haben. Ihre aktuellen Kryptowährungsgelder werden bis zu Ihrer Überprüfung aufbewahrt und gesichert. Unser Support-Büro erklärt Ihnen, wie Sie mit der Freigabe von Geldern vorgehen und eine mögliche Auszahlung vornehmen können. Für mehr Informationen, drücken Sie die 1-Taste, wenn Sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen im Onlinehandel gemacht haben. Sie werden so schnell wie möglich von einem unserer Vertreter kontaktiert. Drücken Sie die Taste 2, um die Nachricht abzuhören.
Vielen Dank und guten Tag. Thank you for your response. We would now like to transfer you to a poll taker for just a few more questions. Please stay on the line. Hier haben wir tatsächlich wieder einen von diesen recht gruseligen Anrufen mit den Anrufbeantwortern oder Sprachcomputern, die man da in der Telefonleitung hat. Also das ist schon tatsächlich also ganz harter Dummfang. Ihr habt ja den Text selbst gehört. Hier wird gesagt, dass ihr Geld verloren habt, was bei den Angerufenen tatsächlich der Fall sein könnte. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Ihr meldet euch auf einer Webseite an, kriegt dann diesen Verkaufsanruf, wie wir die anderen Gespräche hier hatten. Ihr habt dort eingezahlt oder eben auch nicht. Das ist jetzt erstmal egal an dieser Stelle. Und das Ganze ist erledigt. Ihr habt es vergessen. Der Betrug ist erledigt. Also entweder ihr wurdet betrogen oder ihr habt ihn ignoriert und wurdet nicht betrogen. Und irgendwann ruft dann dieser Sprachcomputer hier an und erzählt euch dann, dass man Geld von euch gefunden hat. Das passiert nicht unmittelbar nach dem Anruf. Das kann schon so ein halbes Jahr bis Jahr später passieren. Und wenn ihr wirklich Geld eingezahlt habt, dann ist die Gefahr und die Chance, dass ihr jetzt die 1 gedrückt hättet, anstatt einfach komplett aufzulegen, ziemlich hoch, weil man möchte ja sein Geld wiederhaben. Nur man sollte bedenken, euch wird nicht einfach mal irgendwo ein toller Robotercomputer anrufen, um euer Geld wieder zu beschaffen, was ihr irgendwann mal auf dem Tradingmarkt verloren habt. Das wird definitiv nicht passieren. Aber das sind hier solche Anrufe. Und ich denke mal, das ist hier einfach Dummfang auf Masse. Die kaufen sich einfach oder bekommen einfach absolut alle Daten von allen Trading-Webseiten, die euch mal betrogen haben oder es zumindest versucht haben, bekommen die einfach komplett alle Datensätze. Naja, und dann brauche ich ja dieses Audio-File nur noch bei hunderttausenden Menschen einfach automatisch am Telefon klingeln und vorlesen lassen. Und wer jetzt hier die 1 drückt, wird dann von einem echten Mitarbeiter zurückgerufen, der euch dann den gleichen Bums wieder erzählt, er hätte Geld gefunden und man müsste jetzt aber eine Bearbeitungsgebühr von euch bekommen. Außerdem will man euch in diesen Fällen dann auch nochmal, naja, eure Daten vom Rechner klauen, indem sie sich mit euch mit AnyDesk oder TeamViewer oder VNC per Remote Desktop mit einer Fernwartungssoftware auf euren Rechner aufschalten wollen. Also passt auf jeden Fall auf, wenn ihr solche automatischen Ansagen dran habt, legt grundsätzlich immer auf. Es gibt natürlich auch Ansagen, die für Gewinnspiele oder sowas gelten. Das ist vom Prinzip dann exakt das Gleiche. Es ist einfach Massensammeln. Irgendwer wird immer schon auf die 1 drücken. Irgendwer nimmt das immer ernst. Und das ist hier tatsächlich Arbeiten auf ganz leichtem Niveau, weil hier der Roboter die Arbeit macht. Und dann muss da nur noch einer sitzen, der dann die Einsen, also die Einsen gewählt haben, die dann zurückrufen. Mehr ist es nicht. Und das ist dramatisch. Und dann erwartet ihr ja diesen Anruf schon. Und im schlimmsten Fall ist man dann noch ein weiteres Mal sein Geld los. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr. Mein Name ist Thomas Scott. Ich spreche gerade mit Herrn Lorioris. Lorioris? Knusprig. Ja, also ich melde mich vom Investum Academy her. Und haben Sie ein Interesse gezeigt über Onlinehandel? Haben Sie vorher eine Meldung gemacht? Aha. Deswegen, ich habe gerade angerufen. Aha. Und habe ich eine Frage bitte erstmal. Haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Also haben Sie probieren oder bis jetzt haben Sie noch nie probieren, ja? Mhm. Verstehe ich. Also, und jetzt gerade hier habe ich einen Spezialist. Wo können Sie mehr Informationen geben, wie bei unserem Büro funktioniert und wie kann Sie also Geld verdienen? Jeden Aha. Tag als Onlinehandel. Mhm. Ja, ich gebe Sie sofort. Na dann. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Herr Spezialist. Ich grüße Sie, Laura Foster am Apparat. Mhm. Wir haben vor ein paar, also miteinander gesprochen, ja? Haben wir das? Ja, wir haben zusammen gesprochen, vor 2 Stunden. Und Sie brauchen von uns also eine Lizenznummer, ja? Was für, ja, da haben Sie ja einfach aufgelegt dann, ja? Ja, dann habe ich einfach aufgelegt. Warum haben Sie das gemacht? Wie bitte? Warum haben Sie das gemacht? Weil ich habe es verstanden, dass Sie Spaß machen und Sie möchten also kein Trading haben und nichts. Ach so, Sie finden das lustig, wenn man nach einer Lizenznummer fragt? Ja. Oder wie? Ach so, das finden Sie lustig. Warum? Aus welchem Grund denn? Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch noch an die nette Pippi erinnern könnt. Die war, glaube ich, am Mittwoch oder am Montag im Video zu hören. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Tja, also die hat einfach aufgelegt, als ich nach der Lizenznummer gefragt habe. Hatte ich ja in dem anderen Video schon vermutet. Hier hat sie es bestätigt. Also hatten wir sie tatsächlich doch nochmal irgendwann dran, aber auch nur durch Zufall, weil jetzt der andere Typ mich nochmal an der Leitung hatte und der mich ja bearbeiten musste oder es halt getan hat. Und dann wurde ich weitergereicht, warum auch immer.
Nun ja. Und sie findet das lustig, dass sie mir eine Lizenz nennen soll. Und das ist der Grund, warum sie das Gespräch dann wortlos, kommentarlos, einfach so beendet. Ist interessant. Also ist ja höchst interessant. Nun stellt euch mal vor, ihr geht zu eurer Bank und sagt so, wo ist denn jetzt hier die Bescheinigung, dass ihr das hier alles machen dürft, was ihr da macht? Also werdet ihr denn rausgeschmissen? Wird da aufgelegt am Telefon? Oder wie muss ich mir das jetzt hier vorstellen? Kriegt man das nicht zu sehen? Das ist euer Recht, nachzuprüfen, ob diese Firma legal arbeitet. Mit lustig hat das überhaupt nichts zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, ich habe gedacht, sie machen Spaß. Also ich finde, spaßig hat das nicht geklungen, wenn ich nach der Lizenznummer von der Firma frage. Ich weiß nicht, wie die auf solchen Bullshit kommen. Aber ihr hört's ja selbst. Und sie treten den Bullshit ja einfach hemmungslos durchs Telefon. Hallo, guten Tag. Hallo? Ja. Ich spreche mit der Sean Steifenger. Ja. Ich grüße Sie. Thomas Andersson am Telefon. Ich melde mich jetzt gerade von Investing Academy, Sean. Wir sind eine Online-Trading-Plattform. Wir sprechen mit Kunden über Online-Handel, informieren und so weiter. Wenn ich fragen darf, beschäftigen Sie sich mit Online-Handel? Hallo? Hallo? Sean? Und dann gab es an dieser Stelle hier wohl, glaube ich, irgendwie eine technische Störung. Der hat mich hier tatsächlich nicht mehr gehört. Also ich weiß zumindest noch aus dem Gedächtnis, dass ich da geantwortet habe, aber er hat mich nicht gehört. Und ihr hört es ja jetzt ja auch letztendlich im Video, da hat es dann irgendwie meine Leitung rausgekickt. Ich weiß es nicht genau, wird schon irgendwie so gewesen sein, aber der hat sich dann tatsächlich nochmal, so wie es sich eigentlich für eine seriöse Firma gehört, nochmal gemeldet. Und das hört ihr jetzt. Allerdings muss ich zurücknehmen, dass das hier eine seriöse Firma sein könnte. Ihr werdet es selber hören. Hallo? Hallo? Ja? Warum legt das Handy sofort auf? Hab ich doch nicht. Wie bitte? Hab ich gar nicht. Ich habe nicht gut gehört. Noch einmal? Ja, habe ich nicht. Was haben Sie nicht? Na, aufgelegt. Achso, okay. Ich wollte nicht meine Zeit verloren. Ich rufe Sie, weil heute unser System hat Ihre Nummer ausgewählt und ich wollte mit Ihnen über Onlinehandel sprechen, wenn Sie Interesse haben, wenn Sie interessiert sind. Was denn für ein System? Wie bitte? Was denn für ein System? So, und an der Stelle war er dann wieder weg. Komisch. Also am Anfang war ich ja nicht zu hören. Kann sein, dass es dann bei mir irgendwo ein Problem gab, weil ich war ja auch tatsächlich nicht mehr in der Leitung zu hören. Aber dann war er auf einmal ganz weg. Irgendwie interessant. Vielleicht hat er dann aufgelegt, ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Es ist einfach nur absolut verwirrend, wenn man solche Leute dran hat. Aber gut, man muss hier bei sowas auch tatsächlich nicht nach Logik suchen. Ich habe euch noch eine Dame mitgebracht, die haben wir auch schon öfters auf dem Kanal gehört. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ich spreche gerade mit Herrn Lucianus Voldemort. Sieht aus. Was für einen schönen Namen haben Sie? Ja, schön. Herr Voldemort. Bitte, ich bin Laura Martin und ich melde mich von Finanzabteilung Coinbase. Bitte Entschuldigung für die Störung, aber der Grund, den ich Ihnen angerufen habe, ist wegen einer Transaktion, die bei uns weitergeleitet ist. Bitte, haben Sie vorher eine Zahlung gemacht, aber leider Sie haben Ihr Geld noch nicht zurückerhalten? Nee. Haben Sie nicht? Nee. Bei meiner Trading-Firma? Also hier bei uns steht bitte, dass Sie vorher bezahlt haben, aber leider, Sie haben Ihr Geld noch nicht zurückerhalten. Es hat alles geklappt. Und dann okay. Tja, und wenn man dann wieder nicht richtig mitspielt und sagt, man hat kein Geld eingezahlt und nichts verloren, da wird dann einfach direkt aufgelegt. Schon ziemlich verdächtig. Also diese Rückrufe von angeblich, hier ist noch Geld, man will euch helfen, ignoriert sowas. Ich meine, ihr ignoriert es ja auf jeden Fall, aber teilt sehr gerne auch die Inhalte mit den Menschen, die es vielleicht nicht ignoriert hätten. Ich weiß es nicht. Kann man sowas an Menschen sehen? Nee. Schickt einfach an allen die Videos, dann kann man definitiv sicher sein, dass alle aus eurem Umfeld nicht auf so einen Bums hereinfallen. Denn es ist tatsächlich richtig dramatisch, wenn man bei solchen Leuten sein Geld verloren hat. Und das Schlimmste ist, wenn man es dann noch ein zweites Mal tut. Das ist dann noch viel, viel härter. Ich meine, das persönliche Gefühl in so einem Moment, wenn man verstanden hat, dass man das zweite Mal komplett verarscht wurde und das Geld das zweite Mal weg ist. Oh, 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 das Gefühl möchte ich tatsächlich persönlich lieber nicht haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das kein schönes Gefühl sein wird. Und vor allem auch in der Familie, wenn sich sowas vielleicht auch rumspricht. Ich meine, man kann ja sowas nicht immer geheim halten. Vor allem gerade dann nicht, wenn man eine kleine Familie hat. Ne, also gerade mit einem Partner oder so. Dann kann das tatsächlich schon sein, dass es da richtig große Probleme auch zu Hause dann geben kann, wenn man da sein Geld versemmelt. Das ist schon übel.
Ja. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Ich bin Emily Sanders und ich rufe Sie von Binance, Finanzabteilung. Aha. Und was wir haben deine Bitcoin-Transaktion weitergeleitet bei uns mit 1,8 Bitcoin. Sind Sie jetzt zu Hause, gefunden. Bitte? Wo haben Sie denn den Bitcoin gefunden? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Sind Sie jetzt zu Hause, bitte? Ja. So, wir müssen mit der Konvertierung starten, Bitcoin im Euro, weil dein Bank leider kein Bitcoin akzeptiert. Aber ich brauche doch jetzt den Bitcoin und gerade gar nicht. Wie bitte? Na, ich verstehe jetzt nicht, was Sie meinen. Ich brauche ja gerade den Bitcoin. Sie haben investiert, schon lange, ja. Aber Sie haben kein Geld zurückerhalten, ja? Wie meinen Sie das, kein Geld zurückerhalten? Was meinen Sie denn damit? Ich kann Ihnen da jetzt nicht ganz Sie haben im Online-Trading. Sie haben ja. im Online-Trading investiert. Wir haben diese Bitcoin-Transaktion weitergeleitet bei uns. Das ist eingefrorene Transaktion. Wir müssen... Eingefroren? Haben Sie die Transaktion da den Überweisungsschein in den Tiefkühler gelegt oder wie meinen Sie das? Oder was wir meinen Sie müssen den Konvertierung machen und dann mit dem Auszahlungsprozess anfangen. Wir werden den Konvertierung auf Ihr Crypto-Exchange machen. Konvertierung dauert nur eine halbe Stunde. Aber was meinen Sie denn mit Konvertierung? Das verstehe ich nicht. Bitcoin im Euro. Weil dein so. Bank kein Bitcoin akzeptiert, deswegen. Ach so, aber das würde ich gerne wir auf mein werden Konto überprüfen. Ich will wir das nicht werden auf mein überprüfen, Konto haben. Welche. Hatte ich ja dem Berater bitte? Schon gesagt. Ich sage, ich hatte dem Berater ja schon gesagt, dass ich das nicht auf meinem Bankkonto haben möchte. Ich möchte das auf dem Bitcoin-Wallet lassen. Das soll da drauf bleiben. Soll ja, soll sich kein deutsche Bank akzeptiert Bitcoin. Wir müssen ja, erstmal den Konvertierung machen. Ja, das soll ja jetzt nicht auf mein Konto. Das soll ja da bleiben online, das Geld. Das soll nicht auf mein Konto. Das soll online bleiben. Wir werden Bitcoin. Den Konvertierung auf Ihr Crypto-Exchange machen und deine Überweisung zu Ihrer Bank im Euro. Ja, das will das ich ja nicht. Das soll ja nicht sein. Das ist falsch. Das so, möchte ich wir nicht. Werden, wir werden erstmal überprüfen, welche Crypto-Exchange haben Sie benutzt und welche ist momentan aktiv. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus möchten, junge Frau. Das Geld soll ja auf dem Bitcoin-Konto draufbleiben. Das soll ja nicht auf meinem Bankkonto, weil das soll die Steuer nicht sehen, wissen Sie? Ja, also wieder die Geschichte, wo man Geld gefunden hat und man möchte es euch mit Gewalt wieder zurückgeben. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier sage, ich brauche mein Geld jetzt, also man muss mal die Sache hier nochmal auseinanderfummeln. Ich habe jetzt so getan, als wüsste ich, wovon sie redet, dass ich da Geld liegen habe bei Binance, weil sie redet ja hier immer von Binance. Sie ruft aber nicht von Binance an, das ist definitiv ein Betrugsanruf. Binance ruft euch nicht an und erzählt euch, dass ihr da Geld irgendwo auf einem Konto rumgammeln habt. Aber was hier das Verwerfliche daran ist, wo es auffällt, dass es unbedingt Betrug sein muss, mit welcher energischen Energie sie da rangeht und sie will unbedingt das Geld auszahlen, obwohl ich ihr sage, ich will doch jetzt mein Geld erstmal gar nicht auszahlen. Ich weiß, dass da Geld drauf liegt auf dem Konto. Das soll da alles so bleiben. Ah, aber sie will ja unbedingt das Geld auszahlen, komme was wolle. Tja, das ist definitiv der beste Hinweis, dass das Betrug ist. Ich meine, dass die nicht von Binance ist, ist klar. Und dass die, immer wieder den gleichen Blödsinn vorliest, ist auch klar. Die haben wir schon ganz, 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 ganz oft mit dem gleichen Skript hier gehabt. Es ist schon wirklich Wahnsinn, wie extrem die das probieren. Und immer wieder die gleiche Masche. Und irgendwann fallen halt leider Menschen auf sowas drauf rein. Ja? Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag, hier ist Eva Müller von Financial Conduct Authority. Rede ich mit Herrn Gernrothstein? Was für ein Ding? Ich würde gerne mit Herrn Gernrothstein sprechen. Sind mit Herrn Gernrothstein, ja. Was möchten Sie denn? Heute ist Feiertag. Ja, für uns ist es nicht Feiertag. Hier spricht FCA, Financial Conduct Authority, direkt. Nee, die rufen nicht an. Das ist ja Quatsch. FCA ruft nicht an. Tja, mal davon abgesehen, dass hier die Qualität komplette Grotte war und sie dann einfach aufgelegt hat, wieder wortlos, so wie man es halt von Betrügern gewohnt ist. FCA ruft euch nicht an. Auch nicht die BaFin, auch nicht irgendeine Behörde, die rufen nicht bei euch an. Die kommen, wenn dann, vorbei oder schreiben euch ein Schreiben, schicken euch einen netten Brief zu. Na, oder auch nicht so netten, kommt immer auf die Situation drauf an. Aber das hier ist einfach nichts anderes als wieder ein neuer Betrugsversuch. Auch wenn man sie jetzt hier leider nicht so gut verstehen konnte. Aber ich habe es halt drin gelassen, wegen dem Betrug mit FCA. Tja, also es ist auch so eine Finanzaufsichtsbehörde wie Binance. Wie die BaFin. Es ist Betrug. Die rufen euch nicht an.
Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Falls ja, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, weil dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal hier online haben. Ihr findet jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schaut auch hier gerne mal rein. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.